Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Ja, ich freue mich natürlich jedes Mal über jeden, der dabei ist. Und vielen lieben Dank, dass ihr auch diese Videos guckt. Nicht viele, aber ich freue mich über jeden und ich weiß, dass einige von euch sogar tatsächlich darauf warten. Deswegen lasse ich euch jetzt nicht mehr so lange warten und lege los. Es geht weiter mit Belinda. Und wir sind fast fertig mit dem zweiten dicken Buch, in dem vier Bänder drinne sind. Und wir sind mit dem letzten jetzt fast durch. Ich habe hier ein paar Zettelchen mit den Punkten, die ich euch unbedingt genauer erzählen oder vorlesen will. Ja, wie ihr sehen könnt, sitze ich heute nicht auf dem Sofa, sondern im Sessel. Ich habe gestern noch ein bisschen aufgeräumt und jetzt habe ich hier wieder Platz. Und wir legen jetzt einfach mal los, bevor es dann nächste Woche oder demnächst mit den weiteren Büchern davon geht. Ja, wo sind wir jetzt letztes Mal stehen geblieben? Belinda regelt mithilfe von dem Anwalt, von dem Chef von Andy, von ihrem früheren Freund aus der Heimat, die ganzen rechtlichen Angelegenheiten für das Gut Marshall und will daraus eins der ersten seiner Art Altenheime in Boston machen. Und nach nimmt das alles Gestalt an und dann wird entschieden, Belinda will das nicht selber verwalten. Es muss ein Treuhänder eingesetzt werden. Oder eine, Selbstverwaltung, also eine Treuhändergruppe, die aus verschiedenen Personen besteht und Belinda kommt da eine Idee und das sagt sie dem Anwalt auch. Wie wäre es dann mit einem Anwalt, einem Bankier, einem Mitglied des Stadtrats und einem Geistlichen? Schlug Belinda zaghaft vor. Der Anwalt nickte. Er war begeistert. Er lobte sie dann. Und dann hat er ihr vorgeschlagen, noch ein, zwei Menschen mehr dazu zu holen, damit so ein Gremium halt entsteht. Ja. Und Belinda hoffte, dass es bald auch alles erledigt ist und so weiter. Und überlegt, wie es weitergeht. Die hoffte einerseits irgendwie, dass ein Grund kommt, weswegen sie bleiben soll, weil Andy halt in Boston ist. Aber dann hier, ich könnte eigentlich auch in Boston bleiben und Gut Marshall selbst verwalten, überlegte Belinda. Niemand würde mir das streitig machen können. Doch tief in ihrem Herzen wusste sie nur zu gut, dass das nicht in Frage kam. Sie musste unbedingt wieder Verbindung mit ihrer Heimat aufnehmen und die wahre Belinda Davis neu entdecken. Zu lange hatte sie in einer fremden Welt gelebt. Sie gehörte im Grunde nicht hierher und dieses Leben machte sie nicht einmal glücklich. Sie war nicht zu einer vornehmen Salondame erzogen worden. Tief in ihrem Herzen war sie ein sehr schlichter Mensch. Von ihren Eltern hatte sie schon früh gelernt, ihre Mitmenschen zu achten und Gottes Weisungen zu befolgen, um anderen besser dienen zu können. Nein, es gibt keinen Zweifel daran, ich muss wieder in meine Heimat zurück. Und Andy wird hier in Boston bleiben. Es ist zwecklos, mehr als nur eine Kameradschaft zu erhoffen. Auf diese Weise werde ich wenigstens würdevoll Abschied von ihm nehmen können. Ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, in dem letzten Video, Kommunikation war wohl bei denen auch nicht so wirklich groß angesagt. Jeder hat sich sein Teil gedacht. Andy meinte, sie ist eine vornehme, reiche Dame jetzt. Da hat ein kleiner, gerade jetzt erst am Anfang seiner Karriere sich befindender Anwalt nichts zu suchen. Und Belinda meinte, ja, sie ist eigentlich ein, ja, Mädchen vom Lande und Andy ist ein aufkommender Anwalt. Also sie hat in seinem Leben nichts zu suchen, weil sie ja wieder zurück in die Heimat gehen will. Und ja, wenn sie mal zusammen sind, reden sie natürlich über dies und das, aber keiner redet darüber, was wirklich wichtig ist. Und ja, aneinander vorbei quasi. Und dann kommt hier, so kann es einfach nicht weitergehen, dachte Belinda, als der erste Schnee um Gut Marshall herumwirbelt. Es ist ja schon wieder Winter gekommen. Es ist höchste Zeit für mich, alles endgültig zu regeln und mich auf dem Heimweg zu machen. Als nächstes brauche ich einen Assistenten für Frau Porter. Das ist die Haushälterin. Und dann fällt ihr ein, Frau Simpson. Also die überlegt sich dann, die Mutter von Andy, die wollte ja eigentlich schon immer, die wollte nie aufs Land ziehen.
hat aber eben das Schicksal so mitgespielt, dass sie da jetzt gelandet sind. Und sie wollte wieder eigentlich immer schon in die Stadt zurück. Und dann überlegt sich Belinda, warum nicht? Frage ich doch die Mutter von Andy, ob sie als Hilfe für die Haushälterin in das Haus kommt, auf gut Marshall. Und das unterbreitet sie Andy, als er die anruft mal abends, um sie wieder, obwohl sie ja eigentlich denken, ne, jeder lebt demnächst sein eigenes Leben, können sie es nicht lassen, die beiden, und verabreden sich immer wieder, gehen zusammen ins Konzert, in die Kirche, spazieren und so weiter. Als Freunde sozusagen erstmal, ne? Und dann unterbreitet sie ihm das halt und Andy ist ja sehr begeistert. Und dann, er hat ja einen kleinen Bruder, der heißt Sid, und eigentlich will Sid, der hat angefangen irgendwas zu studieren, ist aber dann wieder zurück auf zur Mutter gegangen, als dir mal nicht gut ging. Und dann sagt sie, ja, und Sid kann ja eigentlich mitkommen, stundenweise auf gut Marshall aushelfen und weiter studieren. Und er meinte, ja, du hast auch an alles gedacht, ne? Und so kommt es, dass Belinda dann einen Brief mit 2 Tickets und einem Vorschuss an Frau Simpson und den Sid schickt. Und einige Zeit später kommen die beiden auf gut Marshall und werden da halt eingeführt als Angestellte und so und eingewiesen, eingearbeitet und alles ist wunderbar. So. Belinda hat gehofft, bis zum Weihnachtsfest eigentlich erledigt zu haben, hat aber nicht so gut funktioniert. Weil, genau, vielleicht ist es so auch am besten, überlegte sie. Frau Potter wird womöglich meine Hilfe brauchen, weil dieses Weihnachten ist erstes Mal für sie als verantwortliche Haushälterin. Ja, Frau Simpson fand sich schnell in ihrer neuen Stellung als Haushälterin hinein. Sie hatte mehrere Bedienstete zu beaufsichtigen, darunter auch die Angestellten für das Reinemachen und die Wäsche. So, und dann kommt das, worauf alle gewartet haben. Ich vergesse andauernd das Nasenfahrrad, ne? Ach so, ich habe am Mittwoch Termin zum Sehtest. Mal gucken, was die sagen. Am 6. Dezember zogen die ersten beiden Bewohner ein. Frau Simpson hat ihre Zimmer Frau Potters Anweisung hin für sie hergerichtet und die beiden Neuankömmlinge, 2 ältere Damen, wurden als erstes durch das ganze Haus geführt. Ja, beide hatten schwere Schicksale hinter sich, vor allem die eine Dame, die hat tatsächlich nacheinander als erstes, die hatte 3 Kinder gehabt früher. Das kleinste Kind ist in den Fluss gefallen, das älteste Kind wollte es retten, beide Kinder sind ertrunken. Eine Zeit lang später ist auch die letzte Tochter, das letzte Kind, an Tuberkulose gestorben und dann ist sie mit ihrem Mann allein geblieben. Und jetzt ist auch der Mann gestorben und sie war ganz alleine und ja, hat niemanden und auch nicht so großartig Mittel, alleine zu leben. Also war das für sie eine Gebetserhöhung, dass sie diesen Platz hier gefunden hat. Und die andere, die war schon immer alleine, eine Musiklehrerin und so weiter. Ja. Und dann, ja, die zweite, die eben, oh, dass ich auf Almosen angewiesen bin und so weiter. Und da lässt Belinda sich das nicht gerne sagen und liest ihr sozusagen sanft die Leviten. Und hier, so. Dann können Sie sich sehr glücklich schätzen, erwiderte Belinda sanft. Wie den meisten von uns hier ist es mal anders ergangen. Meine Eltern sind einfache Leute, aber sie boten ihren Kindern ein warmes Nest. Bei uns, okay, das ist jetzt hier. Aber lassen Sie uns eins gleich zu Anfang klarstellen. Kein Bewohner von Gut Marshall ist Almosenempfänger. Das Anwesen soll jedem Bewohner als Zuhause dienen. Wir haben Sie eingeladen, hier zu wohnen, weil wir Sie gern bei uns haben wollen. Ein Haus ist einsam, wenn keine Familie darin wohnt. Sie gehören nun zu unserer neuen Familie. Ja, so ist Belinda und so ist es halt, ne? Und dann kommt wieder der Anwalt zu ihr und sie unterhalten sich, was jetzt noch alles erledigt werden muss. Und dann kommt von Belinda, wissen Sie, ich habe mir überlegt, dass es eine gute Idee wäre, einen Geistlichen für das Heim einzustellen, eine Art Hauspfarrer. Ja, der Anwalt versteht nicht so ganz, was Belinda meint, weil der meint ja, vielleicht sind nicht alle Bewohner, die jetzt noch kommen oder die schon da sind, so fromm. Ne, so gläubig wie sie. Aber sie meinte trotzdem, es gibt ja so Sachen, da braucht man trotzdem immer einen Geistlichen. Und dann ist es tatsächlich auch, dann fragt sie noch auch einen Arzt, bräuchten sie ja, einen so quasi Hausarzt. Der muss aber nicht im Haus wohnen, sondern
immer nur gut erreichbar sein, damit, weil die Bewohner halt alt sind. Immer wieder kommt vor, dass mal einer krank wird oder irgendwas passiert und so, dass immer ein Arzt erreichbar ist, der dann auch gleich kommt. Und natürlich wäre nicht schlecht, wenn eine Krankenschwester im Haus wohnen würde. Und dann, ja, der Herr Kietz, der hat noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Belinda da bleibt und selber mal mit verwaltet das Gut Marshall. Der schmeißt das so in den Raum. Ja, Sie sind doch, oder waren Sie doch auch mal Krankenschwester und so. So nach dem Motto, ja, bleiben Sie doch vielleicht hier und machen das auch teilweise selber. Ja, und dann Belinda natürlich verneint und so weiter. Nein, ich muss in meine Heimat zurück und so. Und dann, ich werde mich nach einer Krankenschwester umschauen. Nahm sie sich vor und mit Entschlossenheit machte sie sich daran, eine geeignete Person zu finden. So, am 10. Dezember zogen 3 weitere Bewohner auf Gut Marshall ein. Also ein paar Herren, ein paar Damen und so weiter. Eine davon ziemlich schwerhörig. Also ganz, ganz bunte Gesellschaft kommt dann immer mehr zusammen. In der Woche vor Weihnachten zogen noch 3 weitere Personen ein und dadurch erhöhte sich ihre Zahl auf insgesamt 5 Frauen und 3 Männer. Und am 21. Dezember ereignete sich etwas, das an ein Wunder grenzte. Ein Geistlicher im Ruhestand und seine Frau freuten sich auf Gut Marshall, eine neue Heimat zu finden. Ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Ihr Haus war einem Brand zum Opfer gefallen und das Ehepaar besaß keine Mittel, um es wieder aufzubauen. Belinda trauerte mit den beiden um ihren Verlust, doch sie sah in der Ankunft des Ehepaares eine Gebetserhöhung. Ja, und dann freuen sich natürlich die beiden Eheleutchen und Gott sei Lob und Dank, Nettie, sagte er zu seiner silberhaarigen Gattin, also der Herr. Der Herr hat uns nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch einen neuen Dienst dazu geschenkt. Keine stille Ecke, wo wir unseren Lebensabend fristen müssen. Tränen rannten der guten Frau über die vom Alter gezeichneten Wangen. Gott sei Lob und Dank. Und ja, das ist wirklich wie ein Wunder, ne? Kurz darauf, also eine Zeit davor, betet Belinda so richtig inbrunstig darum, dass ein Geistlicher sich findet, der sich um die Bewohner des Hauses kümmert und so weiter. Und dann erscheint einer, der nicht nur ab und zu mal ins Haus reinkommt, sondern der da wohnt. Cool, ne? Also ich finde das richtig toll. Ja, dann kommt auch Weihnachten und dann bietet Belinda, die ist ja keine Hausherrin mehr, weil die hat ja das alles, ihre Erbe sozusagen in die Hände von diesem Gremium abgegeben, in diesen Treuhänderschaft, ne? Somit ist sie keine Herrin mehr und befindet sich ja, mischt sich immer mehr unter die Angestellten, bietet ihre Hilfe an und zusammen mit Frau Potter und Frau Simpson machen sie alles für Weihnachten fertig. Und ja, genau, doch auf einmal kam eine rettende Idee. Die wollte eigentlich, die freute sich, dass Andy zu Weihnachten kommt, aber hat sich dann einmal immer Gedanken gemacht, wo wird sie sich dann mit Andy hinsetzen, ne, das Abendessen und so zwischen den Bewohnern. Ja, die haben ihre eigene Gemeinschaft quasi und alleine auch nicht so der Fall. Und dann, doch auf einmal kam eine rettende Idee. Belinda war nun nicht mehr die Gutsherrin. Es gab also keinen Grund, weshalb sie sich nicht einen Platz an dem Tisch für die Bediensteten sichern konnte. Erleichtert machte sie sich daran, den Tisch in dem Raum neben der Küche festlich zu schmücken. Und so weiter und so fort. Und dann aber wiederum hier, vielleicht ist es ja völlig zwecklos, mir überhaupt solche Hoffnungen zu machen. Ein Geistlicher in Ruhestand, also die hofft immer noch, dass es alles demnächst erledigt ist, dass sich Krankenschwester findet und so weiter. Ein Geistlicher im Ruhestand ist vielleicht keine so große Seltenheit, aber woher sollte eine Krankenschwester im Ruhestand kommen? Wir werden uns wahrscheinlich doch mit einem Arzt begnügen müssen, der hier Hausbesuche macht. Jo. Und dann will sie eigentlich auf ihr Zimmer gehen, sich für Abend ein bisschen fertig zu machen und so weiter. Sieht dann aber den Trubel da im Musik und Zimmer und in der Bibliothek, wie die Bewohner des Hauses sich so richtig freuen und miteinander da jetzt Spaß haben, reden, quatschen, Musik hören, Bücher lesen und so weiter. Und dann, wenn doch Tante Virginia das sehen könnte, dachte Belinda wehmütig. Sie hätte an dem munteren Treiben ihre helle Freude gehabt.
Gerade wollte Belinda die Treppe hinaufsteigen, als es an der Tür klingelte. Sie sah sich nach Winzer um, doch dieser schien gerade nicht in der Nähe zu sein. So ging sie selbst zur Tür. Insgesamt hoffte sie, Angie vorzufinden. Doch es war eine hochgewachsene Frau, die vor ihr stand, den Mantel fest um die kräftige Gestalt gezogen. Den Hut hielt sie sich wegen des heftigen Windes auf dem Kopf fest. »Oh, kommen Sie nur herein«, lud Belinda sie ein und fragte sich dabei, welche Anliegen die Frau wohl am Heiligabend noch auf Gut Marshall führte. »Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern Fräulein Davids gesprochen, wenn sich das einrichten lässt.« »Das bin ich«, antwortete Belinda. »Treten Sie nur näher.« Belinda schaute um sich. Es gab kein leeres Zimmer, in das sie sich mit ihrer Besucherin begeben konnte. Die Bibliothek und das Musikzimmer waren besetzt, ebenso der Nordsalon. Ja, Belinda zögerte und deutete dann auf den eleganten vorderen Salon. Dort hielt sich zurzeit niemand auf, soweit sie wusste. Doch die Frau stand nur da und starrte Belinda an. Aber man hat mir gesagt, Fräulein Davis seid die Gutsherrin von Gut Marshall«, stammelte sie verwirrt. Belinda sah an sich hinunter. Über ihrem schlichten Hauskleid trug sie eine staubige Schürze. Nein, in dieser Aufmachung bot sie gewiss kaum den Anblick einer Gutsherrin, dachte sie schmunzelnd. Entschuldigen Sie vielmals, ich war mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt, erklärte sie ihrer Besucherin. Leider waren die Kisten, in denen ich herumgegraben habe, recht verstaubt. Verstaubt. Nun, Frau Tapper, beeilte sich die Fremde zu erklären. Frau Tapper. »Also, Frau Tapper«, fügte Belinda fort, »was kann ich für Sie tun? Haben Sie einen Angehörigen, der hier bei uns wohnt?« »Aber nein, ich habe keinerlei Verbindung zu Ihrem Haus. Ich habe aber gehört, dass Sie eine Krankenpflegerin suchen.« »Ja, das stimmt«, bestätigte Belinda. »Nun, ich bin Krankenschwester«, erklärte Frau Tapper. »Ich habe meine Zeugnisse mitgebracht. Sie müssen entschuldigen, dass ich unangemeldet komme und ausgerechnet am Heiligabend, aber dies war meine einzige Gelegenheit. Wenn ich die Stelle nicht bekomme, muss ich morgen mit der Eisenbahn wieder nach Hause fahren.« »Nach Hause?«, fragte Belinda. »Nun, es ist eigentlich kein richtiges Zuhause mehr. Wir haben früher in Trellis gewohnt, mein Mann und ich. Jetzt lebt er nicht mehr. Er hat hier in Boston im Krankenhaus gelegen, aber selbst bei der besten Pflege...« Sie unterbrach sich und wechselte schnell das Thema. »Also, ich habe gehört, dass Sie eine Pflegerin suchen. Dachte ich mir, ein Versuch kann es schließlich nicht schaden. Ich weiß, es ist dumm von mir.« Tränen glänzten in ihren Augen. »Aber ich mag einfach nicht wieder nach Hause reisen, so ganz allein. Viel lieber würde ich in Boston bleiben, um in der Nähe von seiner letzten Ruhestätte zu sein. Jedenfalls vorläufig.« Ja, so kommt es, dass auf einmal... Das ist auch noch ein weiteres Wunder, ne? Da kann man auch wieder die ganze Haut kriegen, wie sich die Gebete von Belinda erhöhen, dass an Weihnachten, an Heiligabend tatsächlich eine Krankenschwester in das Haus zieht. Eine alleinstehende Krankenschwester, ne? Also eine Witwe, die für die Bewohner immer da sein kann. Ja, und dann kommt Weihnachten. Die Bewohner freuen sich wie die letzten Kinder. Genau. Beide Schlitten angespannt. Die Bewohner kommen runter in ihren Hausmäntel oder Morgenmäntel und freuen sich wie die Kinder über den Weihnachtsbaum, den abends dann, nachdem die Bewohner ins Bett gegangen sind, Belinda noch geschmückt hat mit Frau Potter und Frau Simpson und so. Ja. Und dann fahren die alle zur Kirche, zum Weihnachtsgottesdienst, kommen nach Hause. Es wird schön gegessen. Die Bewohner im großen Salon, ne, und die Angestellten inklusive Belinda und Andy essen dann das Weihnachtsessen im Bediensteten-Esszimmer oder so, ne. Ja, es ist wunderschön. Alle Bewohner kriegen kleine Geschenke, genauso wie die Angestellten und so weiter und so fort. Es sind super Weihnachten und ja, hier genau. Endlich legte sich der Trubel um. Die Hausbewohner wurden zum Tee in den Nordsalon gebeten, ne, nachdem sie nach dem Gottesdienst und so ihre Geschenke bekommen haben und so. Belinda freute sich von Herzen darüber, wie heimisch sich alle hier zu fühlen schienen. »Komm mit mir«, sagte Belinda zu Andy und ging zu dem Zimmer neben der Küche voraus. »Bist du nun zur Dienerschaft abkommandiert worden?«, hänselte er sie. »Jawohl, und so ist es mir am liebsten. Du ahnst ja nicht, wie oft ich das Personal um dieses gemütliche Zimmer beneidet habe. Hier haben sie geplaudert und gelacht, während ich ganz allein in dem
pickfeinen Esszimmer sitzen musste und mich nach Gesellschaft gesehnt habe. Und so. Ja, und dann kommt ein ernsthaftes Gespräch. Andy erzählt ihr, ne, der bewundert sie für das, was sie alles so gemacht hat jetzt für dieses Haus, dass sie das nicht für sich beansprucht hat, das teuer, super tolle Erbe und so weiter. Gesteht ihr auch, dass die Familie Davis, auch ihr Vater und sie, eine ganz, ganz große Rolle in seinem Leben gespielt haben, in seinem geistigen Leben, dass er tatsächlich durch die Familie, durch den Vorbild, durch das ganze Miteinander umgehen und wie man mit den Schicksalsschlägen umgegangen ist in der Familie, hat er alles mitgesehen, zu Gott gefunden hat und so. Und ja, und dann am Ende von einem, dann ist Weihnachten, wird gefeiert, die Angestellten kommen alle zusammen und richtig schön und gesellig. Und dann am Ende, bevor Andy geht, dies war das schönste Weihnachtsfest meines Lebens, sagte er. Vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast. Ja. Und dann bringt Sid, also der Bruder von Andy, Andy nach Hause. Er fragt Belinda, ob die mitkommt. Belinda kommt mit und dann reden sie miteinander. Ja. Und das ist dann auch wieder... ein Gespräch, wo sie aneinander vorbeireden. Ja, die erinnern sich während der Fahrt. Heute wird ein langes Video. Es tut mir leid, ihr Lieben, aber ich muss euch einiges vorlesen, weil das einfach so. Entschuldigt bitte. Weil es einfach so schön ist. Ja. Andy legte den Arm fest um Belinda. Sie hörte, wie er tief Luft holte. Ihr Herz schlug heftiger. Belinda, begann er dann, da ist etwas, über das ich mit dir sprechen muss. Belinda war zu munter, als müsste sie vor Spannung platzen. Sie wagte keine Antwort, sondern nickte nur. Weißt du noch, als wir beide noch fast Kinder waren, zu Hause in der Prärie? Weißt du noch, als ich auf das Kaninchen geschossen und dein Pferd damit einen riesigen Schrecken eingejagt habe? Nun, ich glaube, das war der Tag, an dem ich mich in dich verliebt habe. Belinda saß reglos da. So oft hatte sie davon geträumt, diese Worte aus Andys Mund zu hören. Aber als ich dann erfuhr, dass es dein Bruder gewesen war, der mir den Arm abgenommen hatte, fuhr Andy fort, da brach deine Welt für mich zusammen. Ich war so zornig deshalb, dass ich nichts mehr von dir wissen wollte. Du hattest ihm schließlich dabei geholfen. Und dann ist es mir dank der Hilfe deines Vaters und durch Gottes Gnade endlich gelungen, all das wieder im rechten Licht zu sehen. Und eines Tages hatte ich den Mut, die Vermessenheit... Und in seiner Stimme lag die Spur eines Schmunzelns, dich zu küssen. Belinda spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. Sie war froh über die Dunkelheit des Winterabends. Der Kuss war ernst gemeint, und zwar aus ganzem Herzen. Aber ich wusste genau, dass es mir nicht zustand, von einem Mädchen wie dir eine Erwiderung meiner Gefühle zu erwarten. Dazu hatte ich kein Recht. Auch wenn das nicht an meinen Gefühlen für dich ändern konnte. Ich wollte dich gerne wiedersehen, dich besuchen kommen. Ein paar Mal habe ich mich sogar auf den Weg zu euch gemacht, aber jedes Mal bin ich nur bis zu eurer Quelle gekommen und dann hat meine Vernunft gesiegt und ich bin wieder umgekehrt. Davon habe ich nichts geahnt, sagte Belinda beinahe flüstern. Ich wusste genau, dass ich zuerst von daheim fortgehen und Rechtsanwalt werden musste, bevor ich mir ernsthafte Hoffnungen auf dich machen konnte, fuhr Andy fort. Belinda zitterte, doch nicht vor Kälte. Ich wollte so gern zu dir kommen und mich von dir verabschieden, dich zu bitten, mir zu vertrauen und auf mich zu warten. Aber das konnte ich unmöglich von dir verlangen. Oh, aber ich, wollte Belinda widersprechen, doch sie unterbrach sich befangen. Dann, fuhr Andy fort, konnte ich kaum meinen Augen trauen, als ich dir eines Tages in unserem Büro begegnete. Ich, der Rechtsanwalt, und du, Belinda Davis, beide wohnhaft in Boston. Es war die Erhöhung aller meiner Gebete. Ich konnte es kaum fassen, dass du noch immer ledig warst. Du warst bestimmt von Dutzenden von jungen Verehrern umschwärmt, die nur zu gerne einen Arm für dich hergegeben hätten. Ja. Und ich habe doch die ganze Zeit auf dich gewartet, rief es in Belindas Herzen, doch sie brachte die Worte nicht über die Lippen. Das weiß ich jetzt genau, wenn mir damals auch nicht alles klar war. Ja, ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass ich dich immer noch liebe, flüsterte Andy. Das wird wohl bis an mein Lebensende so bleiben. Ich hatte gehofft, aus ganzem Herzen hatte ich gehofft, dass ich dich diesmal mit Fug und Recht um deine Gegenliebe bitten durfte.
Als ich dich dann aber beobachtete Tag für Tag, da wurde mir deutlich, ich sehe jetzt ein, dass ich das nicht von dir erwarten kann. Wenn alles anders gekommen wäre, dann... Ja, in Belindas Herzen schreit das, nein, es ist nicht wahr, also so ist es nicht und ich liebe dich auch und so. Und die kann das aber nicht aussprechen, ne? Weil sie, ja, ich liebe dich, Belinda, und weil ich dich nicht um dein Ja-Wort bitten kann, ist mir heute klar geworden, dass ich einfach nicht mehr mit dir befreundet sein darf. Es tut mir zu weh, dich zu sehen, von dir zu träumen. Ich halte es für das Beste für uns beide, wenn wir uns nicht mehr sehen. Du musst dein eigenes Leben führen und ich darf dir dabei nicht im Weg stehen. Ja, er denkt immer noch, dass sie die Reiche gut, er weiß ja nicht die ganzen Einzelheiten, dass sie die Reiche Gutsbesitzerin, dass sie das, ja, dass sie nach wie vor reich ist, obwohl sie ja alles komplett abgegeben hat. Die hat nichts von diesem Erbe mehr, was sie für sich beansprucht. Alles ist in das Haus investiert und so weiter. Sie bekommt nichts. Sie ist wieder nur Belinda. Das weiß Andy aber nicht. Und er denkt, sie bleibt da auf Gut Marshall und so weiter. Ne? Und sie denkt, da sie ja zurückgeht in die Heimat und Andy aber in Boston als Anwalt weiter Karriere machen wird. Ja, und so dementsprechend reden die beiden schon wieder aneinander vorbei. Beide sind todunglücklich. Ja. Hier, ich mag dich zu sehr, um dir etwas vorzumachen, hörte sie Andy gerade sagen. Ich hoffe, du verstehst mich. Die Aussicht, nur einfach mit dir befreundet zu bleiben, kann ich nicht ertragen. Ja. Und so kommt es, dass Belinda nach Hause fährt, ne, nachdem sie Andy abgesetzt haben und sich zum allerersten Mal seit ihrer Kindheit in den Schlaf weint. Und dann ein paar Tage später reist sie ab. Das ganze Haushalt ist auch unglücklich. Alle haben gehofft, dass Belinda jetzt, wo sie irgendwie so, alle haben vermutet, dass da mit Andy irgendwas ist, dass daraus was wird und so. Ja, ist aber nicht. Dass sie dann jetzt doch noch in Boston bleibt, weil alle lieben Belinda wirklich innig. Ne? Die ist so eine süße, liebe Person und hat so viel Gutes getan und keiner will, dass sie weggeht. Alle sind richtig traurig. Ja. Und ja, so passiert es aber trotzdem, dass sie wegfährt. Keiner weiß Bescheid. Sie hat es spontan entschieden, hat wirklich von einem Tag auf den anderen ein Ticket gekauft, damit es keine große Abschiedsfeier stattfindet, weil sie sagt, also wenn es jetzt eine Feier, jetzt Abschiedsfeier geben würde, wäre es noch unerträglicher für sie, da jetzt wegzugehen. Und dann fährt Belinda weg. Die ist jetzt wieder in ihre Heimat angekommen, hat auch da keinem Bescheid gesagt, dass sie wiederkommt, lässt ihr Gepäck am Bahnhof erstmal irgendwo halt lagern und geht zu Fuß zu ihrem Bruder Larry, der Arzt da ist. Keiner weiß was davon. Und dann ja, überrascht sie natürlich alle. Erfährt aber ganz noch an der Tür quasi, dass die Mutter von ihr, also Martha, und unsere allererste wichtigste Hauptperson vom ersten Buch, vom ersten Wort an, krank ist. Also Marty. Und besteht darauf, dass sie gleich, also die geht dann nicht mal rein. Abby, also die Mutter, die Frau von Larry, will ihr Tee anbieten und dann erst zum Mietstall gehen und Schlitten holen oder doch Schlitten, der sie dann auf die Farm bringt. Nein, sie zieht sich wieder an und geht sofort zum Mietstall und fährt dann auf die Farm. Und dann ja, überrascht sie dann natürlich auch alle da. Hier, sie stürmt ins Haus, ohne erst anzuklopfen. Clark und Larry. Larry war gerade bei den Eltern, um nach der Mama zu gucken, die gerade am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee saß und schauten verwundert auf. Belinda, rief Clark überrascht. Wo kommst du denn her? Sie konnte nicht gleich antworten. Seine Umarmung nahm ihr fast den Atem. Ich muss den Kutscher bezahlen und mein Gepäck ins Haus bringen. Also sie hat ihr Gepäck gleich vom Bahnhof mit abholen lassen. Wo ist Mama? Oben in ihrem Schlafzimmer. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Jetzt schläft sie allerdings gerade. Ja, so passiert es. Das Gepäck wird ins Haus reingetragen. Die Belinda geht erstmal
Zaus, also nach oben, guckt nach Mama, die tatsächlich schläft. Dann kommt sie runter, Clark und Larry tragen gerade ihr Gepäck rein. Dann, hör mal, kleines Mädchen, sagt Clark augenzwinkern, dein Bündel, das du hier mitgebracht hast, ist aber seit deiner Abreise beträchtlich gewachsen. Belinda nickte. Ihr Vater hatte wohl recht, musste sie zugeben. Ja. Ja, natürlich verstehen dann auch gleich die anderen, also ihr Vater und ihr Bruder, dass Belinda wohl länger hier zu bleiben gedenkt. Ja, so passiert das dann auch, die Belinda erstmal auf der Farm bleibt und ihre Mutter pflegt. Und dann wird Martin wieder gesund, ihr geht es besser und Belinda sagt, ja, packt wieder ihre Sachen zusammen. Nach mehreren Wochen, insgesamt 3 Wochen steht hier, genau. Und dann begann sie, ihre eigenen Pläne wieder zu schmieden. Ich finde, es ist an der Zeit für mich, wieder in die Stadt zu ziehen, eröffnete sie ihren Eltern eines Morgens nach der Morgenandacht. Clark und Marty sahen sich fragend an. Larry sagte, Frau Jenkins sei pflegebedürftig. Ihr Mann müht sich damit ab, das Postamt zu führen und gleichzeitig seine Frau zu pflegen. Bisher hat er einfach niemanden finden können, der ihm die Pflege auch nur stundenweise abnehmen würde. Und die Eltern nicken, ja, wir haben davon gehört, die Nachbarn haben schon gesagt, dass Frau Jenkins länger krank ist und so. Und dann, wann möchtest du denn umziehen? Und sie, am liebsten gleich heute Vormittag. Ja, und so passiert das, dass Belinda als wieder mal private Pflegerin in die Stadt zieht, da, wo sie vorher als Krankenschwester bei ihrem Bruder gearbeitet hat, und pflegt dann die Frau von dem Postamt, Besitzer und hilft ihm auch mal im Haushalt und so weiter. Ja, und dann kommt ein Brief auf einmal von der Anwaltskanzlei. Sie muss was unterschreiben wieder. Die dachte eigentlich, alles ist erledigt. Anscheinend nicht. Und da steht aber auch, dass meine Uhr sagt, ich sitze zu lange. Die bekommt mehrere Briefe und eben auch dieser Brief von der Anwaltskanzlei. Sie muss aber diesen Brief im Beisammen eines Anwalts unterschreiben. Also notariell beglauben lassen auch und halt, ne, also dass alles seine Rechte hat und so. Und das erzählt sie dem auch ihrem, ich sag mal, Chef, ne, das ist ja ihr Arbeitgeber, der Herr Jenkins, dass sie vielleicht jetzt doch in die Stadt verreisen muss wieder, um das jetzt zu unterschreiben, in die nächste Stadt, wo es einen Anwalt gibt und so. Und der sagt ihr, ja, wir haben aber neuerdings einen Anwalt vor Ort hier. Vor einer Woche hat jemand hier eine Anwaltskanzlei aufgemacht. Davon wusste Belinda nichts, weil sie ja davor auf der Farm gelebt hat, bei ihren Eltern und so. Und dann sagt der Herr Jenkins, soweit ich weiß, schließt der Anwalt sein Büro um 5:30. Laufen Sie nur schnell rüber, wenn Sie Ihre Papiere noch heute Abend erledigen wollen. Ja, und dann läuft sie rüber, geht rein, also klopft, geht rein, und dann hört sie nur, kommen Sie nur herein. Ich bin gleich fertig. Belinda fuhr zusammen, das konnte doch nicht. Der Mann richtete sich auf und Belinda erstarrte. Andy? Andy stand aufrecht da. In seinen Augen spiegelte sich dieselbe maßlose Überraschung, die auch in Belindas Gesicht zu lesen stand. Belinda? Tut mir leid, stotterte Belinda. Ich wusste ja nicht. Damit machte sie sich auf den Absatz kehrt und lief wieder auf die Straße hinaus. Andy rennt ihr hinterher, nur sie ist so aufgebracht und rennt einfach weg. Ja. Er holt sie ein, aber er fasste sie bei der Schulter und versuchte sich zu sich umzudrehen. Doch sie riss sich nur los und lief weiter, er immer neben ihr her. Bitte, Belinda, bitte, sagte er eindringlich, wir müssen über alles reden. Endlich blieb Belinda stehen und sah ihn an. Wir haben schon über alles geredet, Andy. Erinnerst du dich nicht mehr? Er zuckte zusammen, als sei er von einem Hieb tief getroffen worden. Doch, ich erinnere mich, antwortete er ruhig. Sehr gut sogar, aber was tust du nur? Wir haben einander nichts mehr viel zu sagen, fiel Belinda ihm kühl ins Wort, riss sich von Andys Hand los und eilte in ihr Gästepension zurück. Also sie wohnt nicht direkt bei dem Herrn Jenkins, sondern in einer Pension. Ja, ich kann es nicht nochmal ertragen, schluchzte Belinda. Nein, ein zweites Mal kann ich es nicht verkraften. Und dann
klopft es an der Tür plötzlich ein bisschen später, jemand kommt rein. Belinda, rief jemand sanft. Es war Larrys Stimme. Grüß dich, sagte er ja, auf seine vertraute, muntere Art. Wie geht's deiner Patientin? Ja, etwas besser, denke ich. Gut, sagte Larry. Dann fuhr er fort. Ich bin heute kurz bei den Eltern gewesen. Meine Mama hat sich wieder bestens erholt. Oh, das freut mich aber. Die Kinder lassen fragen, wann du zu Besuch kommst, fuhr Larry fort. Sag ihnen, ich komme bald einmal zu euch. Am Samstag habe ich frei. Vielleicht kann ich dann bei euch hineinschauen. Ach, das wird sich aber meine Rasselbande freuen. Ja, dann reden sie und so weiter und so weiter. Und dann, hast du viel Arbeit gehabt, fragte Belinda. Und dann erzählt er, wir haben einen Besucher gehabt. Wirklich? Fragte Belinda mit erhobenen Augenbrauen. Wer war es dann? Andy Simpson. Larry behielt Belinda genau im Auge. Sie zuckte zusammen, der Atem schien ihr zu stocken. Dann wandte sie sich hastig ab. Ist er der Grund, weshalb du nach Hause zurückgekommen bist? Fragte Larry zögernd. Nein, bestritt Belinda. Wie kommst du nur da drauf? Schließlich hatte ich schon seit Monaten vor, wieder hierher zu kommen. Larry nickte. Er machte einen ziemlich verstörten Eindruck, fuhr er fort. Warum denn das? Nun, zum einen glaubte er, du brauchtest in irgendeiner Angelegenheit einen Rechtsanwalt, aber du hast anscheinend seine Praxis verlassen, ohne dein Anliegen überhaupt vorzubringen. Ich war halt wie vom Blitz getroffen, weiter nichts. Ich wusste doch nicht, dass er wieder hier wohnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein zufälliges Wiedersehen mit einem alten Freund solch eine Katastrophe sein sollte, bemerkte Larry. Belinda erröterte. Ich gebe zu, dass ich mich wohl etwas zu hastig aus dem Staub gemacht habe. Ich vermute eher, dass es damit mehr auf sich hatte. So, was denn? Ja, das weiß ich beim besten Willen nicht. Möchtest du es mir sagen? Belinda senkte den Blick und schüttelte den Kopf. Er ist also ganz bestimmt nicht der Grund deiner Rückkehr? Fragte Larry nochmals. Nein, antwortete Belinda zögernd und fügte dann in aller Aufrichtigkeit hinzu. Aber er ist vielleicht der Grund, weshalb ich nicht in Boston geblieben bin. Ja, da kann ich dir nicht recht folgen. Ja, dann erzählt sie ihm die ganze Geschichte, dass sie das gedacht hat und dies und jenes und dass Andy das so gemacht, gesagt hat und so weiter und so fort. Und so bin ich also wieder nach Hause gefahren, wie ich es mir vorgenommen habe, obwohl ich gerne in Boston geblieben wäre, wenn er mich nur darum gebeten hätte. Aber das hat er nicht getan und ich hatte niemals damit gerechnet, ihm je wieder zu begegnen, bis ich ihn wie aus heiterem Himmel... Ja, weiter kam Belinda nicht, weil sie geweint hat. Wusstest du eigentlich, dass Andy der Meinung war, du wolltest in Boston bleiben und ein Heim für ältere Menschen selbst verwalten? Fragte Larry. Belinda schüttelte den Kopf. Und wusstest du, dass er schon immer die Absicht gehabt hatte, eines Tages seinen Beruf als Anwalt hier in seiner Heimat auszuüben? Nein, sagte sie nach einer langen Pause. Wusstest du, dass er nahe dran war, den Traum seines Lebens zu begraben, nämlich den Menschen hier in seinem Heimatort zu helfen und stattdessen in Boston zu bleiben, um dich zu heiraten? Belindas Schultern bebten. Nein. Wusstest du, dass er dich deshalb nicht gebeten hat, seine Frau zu werden, weil er dich nicht den Luxus und die Angewohnheiten rauben wollte, an die du dich in Boston gewöhnen hattest? Nein, schluchzte Belinda. Larry ging auf sie zu und legte seine Hand auf ihre zitternden Schultern. Über was in aller Welt habt ihr euch nur die ganze Zeit unterhalten? Ja, ach, Larry, schluchzt Belinda und fällt ihm in die Arme und so weiter. Ja. Und dann sagte er, ja, ich würde dir vorschlagen, noch einmal von vorne anzufangen und alles zu klären, nichts im Unklaren zu lassen. Und sie sagt, ja, dazu ist es jetzt zu spät. Und dann, zu spät? Wozu wartet Andy dann draußen vor der Tür? Ja, so passiert das, die rennt dann raus, die fallen sich in die Arme und Andy bittet sie dann um ihre Hand. Sie sagt, ja. Ja, und dann wird Frühling, sie kaufen ein Häuschen und bevor sie die Hochzeit soll in August stattfinden, aber bevor das passiert, kaufen sie schon ein Häuschen und fangen an, das einzurichten und alles fertig zu machen. Kaufen sie es heute? Doch, sie mieten es erstmal. Sie mieten das Häuschen, genau. Belinda hat ja noch vor ihrer Abreise von Gut Marshall ein Pflänzchen, diese Rose, die der Gärtner selbst gezüchtet hat, die Prinzessin Belinda, ein Ableger davon bekommen und als es Frühling wird, hat sie natürlich keine Geduld mehr und buddelt das bei ihrem neuen Häuschen ein. Und dann ist es Zeit,
Die Hochzeit findet statt. Hier, genau. Es ist der Morgen der Hochzeit und hier bist du soweit, fragte Clark seine jüngste Tochter und Belinda warf ihm ein strahlendes Lächeln zu. Eine Schande ist es, eine regelrechte Schande, sagte Clark stirnrutzelnd, als er sich zu ihr hinabbeugte und ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Was ist eine Schande? Fragte Belinda ahnungslos. Eine Schande ist, dass ich jetzt keine Töchter mehr zu vergeben habe. Jede Braut ist hübscher als die vorherige. So glücklich wie heute bin ich noch nie gewesen. Mir ist zumute, als müsste ich vor lauter Freude platzen, gestand Belinda. Seltsam, sang Clark, dass ihr euch nach all den Jahren wiedergefunden habt, du und Andy. Das ist gar nicht seltsam, lächelte Belinda verträumt. So hat es Gott von Anfang an mit uns vorgehabt. Er musste nur warten, bis ich endlich erwachsen war. Ja, ihr Lieben, mit diesem Buch sind wir fertig. Ich bitte euch um Verzeihung, dass dieses Video so lang geworden ist, aber ich wollte unbedingt das Buch fertig haben und nicht auf noch weitere Videos aufteilen, bevor es weitergeht mit 4 weiteren Büchern aus dieser Reihe, denn das ist ein ganz neues Kapitel, da geht es dann nicht mehr so sehr um Belinda selber, in dem ersten Buch vielleicht noch teilweise doch. Zwischendurch taucht sie auch noch auf, aber dann geht das hier tatsächlich auch mehr um die Tochter von Belinda und Andy, die sie nach ihrer lieben Tante Virginia genannt hat. Virginia, und sie ist schon 14 Jahre alt. Also wir haben jetzt hier mit der Hochzeit von Belinda und Andy aufgehört und bei den nächsten Büchern, also im nächsten Video, geht es gleich 14 Jahre später oder sogar länger weiter. Ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Ich muss mir die Bücher nochmal durchgucken, weil die habe ich nicht ganz so oft gelesen wie die anderen Bänder. Ich bereite mich ein bisschen vor. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Wir haben jetzt 2 von diesen super dicken gelben Bändern, also Büchern, schon durch. Es neigt sich dem Ende zu, die Reihe. Ich überlege mir jetzt schon, was ich als nächstes euch erzähle, vorstelle, vorlese. Aber ja, lasst euch überraschen. Ich mich auch. Für heute war es das. War ja auch wirklich sehr lang. Ich hoffe, es ist in Ordnung so. Das nächste Video wird kürzer. Ich verspreche es euch. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich hoffe, euch gefällt die Reihe. Vielleicht findet sich noch mehr Leute, denen es gefällt. Ihr dürft gerne weitererzählen über meinen Kanal, aber eben auch für diejenigen, die gerne sowas wie Hörbücher oder sowas sich anhören. Gefällt es doch vielleicht jemandem. Ja, Daumen hoch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.